Ja, Lichtgeschwindigkeit, eine neue Aufnahme heute am 22. Mai. Herzlich willkommen, lieber Aufrufer hier. Schönen Dank für die Zeit, die Sie sich hier nehmen, reinzugucken. Aus den Echtzeitnachrichten und bezogen auf die Tageszeitungen, wo ich es dann auch wiedergefunden habe, aber nicht auf der ersten Seite, zum Beispiel hier bei der Süddeutschen Zeitung, Mittwoch, 22. Mai, Titelbild, eine Spray- und Graffiti-Schmiererei, wo man drunter geschrieben hat, Wagner und wir, bei Richard Wagner bleibt niemand gleichgültig. Dieser Richard-Wagner-Geburtstag, der sich zum 200. Mal jährt heute, wird jetzt gleich von mir in einer wunderschönen Extra-Aufnahme gezeigt. Was ich aber hier zeigen will, ist die Beziehung zwischen China und Indien. China und Indien, die beiden ostasiatischen, ja man kann fast sagen Kontinente, Großstaaten, die zusammen etwa ein Drittel der gesamten Welt bedeuten. Sowohl was Bevölkerung betrifft, wie was Wirtschaft, Umfang, Kommunikation und so weiter. China und Indien zusammengenommen ein Drittel. Und nun ist also hier zu einer kleinen Session gekommen, die bei der Süddeutschen Zeitung nicht auf Seite 1 und auch nicht im Inhalt zu finden ist. Das ist denen offensichtlich nicht so wichtig. Dann habe ich heute die Frankfurter Allgemeine Zeitung, natürlich auch hier so einen metallenen Richard Wagner zum 200. Geburtstag, Wagner Lavaya. Alles Gute, was Richard Wagner zu all dem Rummel gesagt hätte und so weiter. Ich werde gleich sagen, was ich dazu sage. Und zwar ist dann also Folgendes mit dem China und Indien. In der Frankfurter Allgemeinen Zeitung von heute im Wirtschaftsteil, Seite 11, da Chinas Führung geht auf Indien zu, heißt es da, Handel soll ausgebaut werden. Inder fürchten Übermacht. Nun ist dem sozusagen dabei zu stellen oder vorausgesetzt, nämlich dass China produziert. China hat die Produktion. Indien vielmehr hat die erste Position in der Welt in der Kommunikation. Kommunikation ist tatsächlich Transfer von Informationen. Kommunikation bringen, wie auch alles, was damit an Zuwendung, Stimulierung, positives Image und so weiter betrifft. Indien ist das Kommunikationsland. China kommuniziert natürlich auch durch die Produktion, durch den Handel, aber handelt sich dabei permanent auch immer irgendwie kommunikative Nachteile ein. China und Indien, Indien als Kommunikationsgröße und China als Produktionsgröße allerdings sind dann schon geradezu marktbeherrschend. Hier heißt es also, Handel soll ausgebaut werden, Inder fürchten Übermacht. Die größte und drittgrößte Volkswirtschaft Asiens nähern sich deutlich an. Trotz aller Streitpunkte und Grenzkonflikte wollen China und Indien ihren Handel rasch ausbauen. Bei seiner ersten Auslandsreise in seiner Rolle als chinesischer Ministerpräsident versprach Li Keqiang, Li genannt, in der indischen Hauptstadt Neu-Delhi sein Land weiter für indische Waren zu öffnen. Zugleich finanzieren chinesische Staatsbanken künftig in erheblichem Umfang indische Unternehmen. Sie vergeben preiswert Kredite, auch im Gegenzug für Rohstoffe. Li sprach in Neu-Delhi davon, dass beide Länder gemeinsam neue Motoren der Weltwirtschaft werden könnten. Deshalb bringe ich das hier raus, Indien und China zusammen als neue Motoren, ich würde sagen als Kulturreiter, als Vorreiter, als geradezu
Leitkultur da. China und Indien zusammen, das ist schon ziemlich heftig. Also, dazu habe ich dann hier heute aus der Neuen Zürcher Zeitung, nämlich zum Thema China und Indien. Auf der Überschrift ist eine Offensive von Azad, Azad mit einem S. Das ist interessant, wie wir in der deutschen Sprache in verschiedenen Zeitungen verschiedene Schreibweisen hinkriegen. Gorbatschew, Gorbatschow mit V, mit W, mit Doppel-F. So, das Ende der Leidenzeit, dies ist auch wunderbar, da komme ich gleich zu. Titelfoto der Neuen Zürcher Zeitung. Grasshopper Zürich haben seit 60 Jahren mal wieder etwas gewonnen, den Schweizer Fußballpokal. Ja, und dann habe ich hier auf der Seite 5, Grenzkonflikt überschattet die Beziehungen, heißt es hier. Indien und China geloben enge wirtschaftliche Kooperation, doch das politische Misstrauen bleibt groß. Ich nehme das mal hier raus, damit es ein bisschen bequemer ist. Also der Herr Li hat jetzt eine wichtige Funktionärsrolle, eine leitende chinesische Rolle. Li zusammen mit dem Premierminister Manmohan Singh. Singh ist der kleine ältere Herr mit der Brille und mit dem gewickelten Turban. Herr Singh und Herr Li, die beiden großen Indien-Chinesen. Während eines Besuchs des chinesischen Regierungschefs in Indien haben die Nachbarn gelobt, ihre Beziehungen auszubauen. Solange der schwelende Grenzstreit aber nicht gelöst ist, bleibt die Annäherung labil. Andrea Sparlinger schreibt aus Delhi. Und dann ist Folgendes noch zu sagen. Während eines Besuchs des neuen chinesischen Ministerpräsidenten, also Ministerpräsident wäre das, was bei uns die Bundeskanzlerin ist, Frau Merkel, und der Xi Jinping, das ist der Führer der kommunistischen Partei, das ist in dem Einparteien-Gesellschaftssystem von Volksrepublik China, ist natürlich der Parteichef, der Oberbonze, der alles fertig macht, der die Personen verschwinden lassen kann, während hier also der Herr Li Keqiang sozusagen der Helmut Kohl ist. In Indien haben die Regierungschefs der beiden Nachbarstaaten gelobt, die wirtschaftliche Kooperation zu vertiefen und sich für Frieden in der Region einzusetzen. An einer Pressekonferenz erklärte Indiens Premierminister Manmohan Singh, Vertreter beider Länder würden demnächst zusammenkommen, um einen Mechanismus zur Lösung des langjährigen Grenzkonflikts zu beraten. So, das ist sozusagen eine Prämisse. Da werden ganz schwerwiegende historische Verzögerungsstrukturen zunächst mal moderiert. Das ist vernünftig, auf Gegenseitigkeit gestellt. Chinesische Provokationen, Grenzen und so weiter. Und dann, er hat auf die Grenzverletzung besonnen reagiert und Li trotz allem warm empfangen, also der Herr Singh. Li bemühte sich am Montag sichtlich, den Zwischenfall herunterzuspielen, also es gab einen Zwischenfall. Das gemeinsame Interessen seien stärker als die Unstimmigkeiten, sagte er. Sein Besuch sei dazu gedacht, der Welt zu zeigen, dass das Vertrauen und die Zusammenarbeit zwischen China und Indien am Wachsen sei. So, das ist mein Exposé hier in der Lichtgeschwindigkeit heute. China und Indien erklären gemeinsam, dass ihre Zusammenarbeit und ihre gute Gemeinschaftsdenkweise am Wachsen ist. Und das umfasst dann ein Drittel der Weltmächtigkeit sozusagen. Balanceakt Delhis. Adressat dieser Bemerkung waren wohl die Vereinigten Staaten, die Indien in den Mittelpunkt ihrer neuen Asienpolitik gerückt haben, um ein Gegengewicht zum unkooperativen Hegemonen China aufzubauen. Indien kommt Washingtons Charmoffensive gelegen, musste es in den vergangenen Jahren noch feststellen, dass ihm China wirtschaftlich und militärisch stark überlegen ist. Ganz verscherzen will es sich Delhi aber auch mit dem großen Nachbarn nicht und übt sich deshalb in einem heiklen Balanceakt für den Ökonomen Li Keqiang, also dem Regierungschef Chinas, geht es bei dem Besuch vor allem um die Verbesserung der wirtschaftlichen Beziehungen zwischen den beiden Ländern. Er ist mit einer riesigen Wirtschaftsdelegation angereist und wird einige Zeit in der Finanzmetropole Mumbai verbringen. Der bilaterale Handel zwischen den asiatischen Riesen belief sich 2012 auf 66 Milliarden Dollar und wenn es nach dem Willen der Chinesen geht, soll er bis 2015 die 100 Milliarden Marke überschreiten.
Auch Indien hat ein Interesse am Ausbau der Beziehungen. Sein Handelsbilanzdefizit gegenüber China ist aber enorm und es wird einer Erleichterung des Handels nur zustimmen, wenn Peking im Gegenzug einen besseren Zugang für indische IT- und Pharmafirmen zum chinesischen Markt garantiert. Indische IT, Stichwort Kommunikation. So, das ist mal eine schöne Nachricht hier. Zwar besonders schön für China und Indien, aber vielleicht gibt es ja unserem Herrn Westerwelle mal zu denken, in welche Richtung er sich bewegen sollte, anstatt immer angeberisch den arabischen Frühling anzuwärmen mit seinem kleinen elektrischen Föhn. So, danke, auf Wiedersehen.